Hey Leute, herzlich willkommen zu Choice of Life Middle Ages 2. Nach dem ersten Teil kommt der zweite. Wir schauen uns heute mal den zweiten Teil an. Und ich fand den ersten Teil vom Konzept her richtig, richtig super. Aber der erste Teil hat für mich mehr so gewirkt wie so ein Grundgerüst. Ist schon ein cooles Konzept an sich, mit diesem, man führt ein Leben und muss Entscheidungen treffen. Aber ich hätte gern gehabt, dass das mehr ausgebaut wird. Vielleicht haben sie das jetzt im zweiten Teil hier gemacht. Wir schauen uns den ganz einfach mal an. Ich habe noch nicht gespielt, ich habe auch noch nicht großartig mich darüber informiert. Wir spielen das Ganze einfach mal blind an und gucken mal rein. Gut, und ich hoffe, vielleicht gibt es den auch irgendwann noch auf Deutsch. So, das ist ja alles schon sehr ähnlich aufgebaut. Und was haben wir denn hier? Ja, das ist erstmal alles uninteressant. Neugeborenes Baby war noch über. Wir. Okay. Was machen wir? Schneller wachsen. Wir wachsen schneller. Ja gut, das hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Ein paar Monate sind vergangen. Wir krabbeln schon fleißig umher. Und schauen uns halt hier so ein bisschen die Umgebung an, was es hier so gibt. Uns an den Lebensstil eines Monarchen gewöhnen oder ein bisschen spielen. Ich bin ja mehr für Spielen. Na super. Das war ja jetzt super Aktion. Super. Ja, Herz verloren. Okay, was haben wir denn? Wir haben gelernt zu gehen und spielen in unserer Kammer. Okay, uns nimmt ein Diener mit in den Raum mit vielen Leuten. Und wir denken, das ist eine Zeremonie, an der wir überhaupt nicht teilnehmen wollen. Das ist super. Wir gucken uns mal die Leute ein bisschen genauer an. Na super. Ja, jetzt haben wir Albträume. Läuft. Der erste Versuch läuft schon total gut. Okay, wir sitzen jetzt mal auf dem Thron und wir werden von jemandem, kommt jemand auf uns zu, der vor uns sich hinkniet mit so einem Schnurrbart. Wir ziehen mal am Schnurrbart. Das ist fast dasselbe wie am Pferdeschwanz ziehen. Oh super, wir haben eisernen Griff und der konnte sich nicht befreien und wir konnten ein paar Haare ausreißen. Super. So. Gaga oder Bubu? Ich nehme mal Bubu. Super. Ich versuche zu sprechen, aber die Diener haben uns missverstanden. Sie dachten, wir wären hungrig, also haben sie uns gefüttert. Und dafür haben wir jetzt ein Herz bekommen. Dadurch. Gut, wir werden sehr bald mit dem Training anfangen und er wird uns hier in königlichen Angelegenheiten trainieren. Watch Victor oder uns ausruhen. Ich bin ja, wenn das Training bald beginnt, dann bin ich jetzt mal für ausruhen. Ja, einmal einschlafen, warum nicht? Einige Jahre sind vergangen. Wir sind ein bisschen aufgewachsen. Wir können lesen und wir können schreiben. Heute ist unser 13. Geburtstag und wir können machen, was wir wollen. Süßigkeiten, Spielzeuge oder eine Party. Ich will Spielzeug. Title Received Future Commander. Na super, wir haben mit Spielzeugsoldaten gespielt und... Speer, eine Speereinheit, Speermann, wie auch immer.
Speerträger flog direkt in unser Auge. Ja, das war sehr erfolgreich. So, wir sollen jetzt lernen. Ja, gut, wir gehen. Ab in die Bücherei. Gut, wir sollen den Ring tragen. Das ist für das Zeichen der königlichen Familie im Prinzip. Alles klar. Item received, King's Signet Ring. Veti Triquetra Ring Adorns. Ja, gut. Was haben wir jetzt hier? Was war das? Okay. Einhard. Und Victor, oh, hier kann man sich das auch noch ein bisschen anschauen. Die Items, es gibt auch Skills noch. Okay, das sieht doch schon mal sehr nett aus, wenn es da eine extra Seite für Skills gibt. So. Ja, wir hören jetzt einfach mal zu, was er uns hier erzählt. Ja, er soll uns nicht so viel erzählen, sonst ist das alles zu viel. Wir bleiben. Okay. Beatrice bestand darauf, dass der Unterricht zu Ende ist. Ways are opened. Garden. Wir können uns jetzt über die Karte hier bewegen. Das ist ja auch mal ganz nett. Wie kann ich denn... Kann ich die Karte irgendwie... Wir können rauszoomen. Okay. Das ist dann auch schon die ganze Karte. Okay, wir können auf jeden Fall hier hin. Dann gehen wir mal in den Garten. Das ist der Sohn von Beatrice. Ja, wir spielen mal mit dem Kind. Spielen wir mal Ritter. Ja, warum nicht? Was ist die beste Waffe, um Alexander zu besiegen? Wir wählen eine Wache. Ja, super Idee. Nehmen wir mal einen Besen. Nachdem wir ihm am Auge getroffen haben, oder ja, am Auge oder im Auge, gibt er auf. Das ist schon mal super. Suchen wir mal. So. Tja, was machen wir mit der... Versuchen mal, die Katze zu streicheln, aber ich befürchte, das bringt uns ins Grab. Okay, die Katze kann sprechen. Und wir leben noch. Ihr Name ist Serpentine. Bist du magisch? Sie hat unsere Frage ignoriert. Das ist ja nicht sehr freundlich. Sie will in die königliche Bücherei. Warum? Wofür? Sie sucht nach einem sehr seltenen Buch, das nur der König besitzen kann. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Okay. Sie befindet sich seit ein paar Tagen in dem Garten und es ist scheinbar sehr wahrscheinlich, dass wir in Gefahr sind. Sie erzählt uns mehr, wenn wir sie in die Bücherei bringen. Dann machen wir das doch mal. Bücherei. Dann auf in die Bücherei. Die
Katze kann scheinbar auch lesen. Die Katze ist mir nicht geheuer. Wir warten mal. Ja, das ist super. Königliche Jagd? Ja, total super. Irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Gut, was nehmen wir denn für eine Waffe auf der Jagd? Speer oder ein Bogen? Ich würde ja fast sagen, Speer ist halt schon ein bisschen unpraktisch, ne? Für eine Jagd nehmen wir mal den Bogen. Okay, den kriegen wir nicht. Wir sind immer noch zu jung. Ich glaube, wir lassen uns mal von Victor von Abassa zeigen, wie echte Männer jagen. Da haben wir Wildschwein gefunden. Das ist auch eine super Idee, mit einem Speer hinterm Wildschwein herzurennen. Gut, zu wem gehen wir? Wir rennen mal hinter ihm her. Oh nein, wir wurden angegriffen. Und die haben uns jetzt hier eingefangen. Ja, um Hilfe schreien, weiß ich nicht. Wir widersetzen uns. Aua. Wir schlagen uns mehrfach unseren Kopf an großen Felsen an. Während die uns entlang ziehen, tragen, wie auch immer. Oh oh, die suchen nach jemandem mit dem Ring. Die haben uns den Ring geklaut. Sie hatten ein Fischtattoo. Oh oh, die wollen uns erledigen. Eieiei, das ist nicht gut. Wir stellen uns mal tot. Darauf habe ich ja schon gewartet, dass die wieder kommt. Ja, wo sind die Attentäter? Die wurden von ein paar Trollen angegriffen. Und wo bin ich? Im Wald. Wo wir eben schon waren, aber jetzt ist nur dunkel. Wir müssen erstmal zu Bewusstsein wirklich kommen. Wir fühlen uns dreimal so gut. Okay, ja. Haben uns erstmal sauber gemacht. Die Bären probiert. Was waren das für Attentäter? Okay, die Rüstung sah teuer aus. Die sahen auch nicht wie Banditen aus. Eher wie Söldner. Und alle hatten blaue Capes. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich so wirklich nehmen soll. Ja, das muss irgendwer sein, der uns kennt vielleicht.
gehen wir mal zurück zum Schloss. So, jetzt können wir zu den Schlosstoren. Was ist denn hier los? Der Prinz wird vermisst. Aber ich bin doch der Prinz. Ich hab da mal eine Frage. Na super, der haut uns aufs Gesicht, auf den Mund. Badass. Okay, ich gehe mal ans Ende der Reihe. Wir stehen mitten in der Sonne den ganzen Tag. Für mehrere Stunden. Ja, Suffer. Oder wir holen uns. Wir warten. Da sehen wir einen anderen Jungen, der verprügelt worden ist, der das Schloss verlässt. Was ist passiert? Die Wache hat herausgefunden, dass ich gelogen habe. Wieso hast du gelogen? Jeder will der vermisste Prinz sein. Da bist du nicht anders. Aber ich bin doch der Richtige. Gut, wir können jetzt mit dem Chef der Wache reden. Der müsste uns doch eigentlich kennen, oder nicht? Ich würde gerne Victor sehen. Na super. Der soll sämtliche Kinder rauswerfen, die nicht den königlichen Ring haben. Ich hab ihn. Ja, toll. Das werden die uns wohl nicht glauben. Uns jetzt sagen wir, dass wir ihn haben, ist auch keine gute Idee, denn wir sollen ihn dann wahrscheinlich zeigen. Don't you recognize me, Dummy? Das ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Ha. Ja, das ist. Ja, komm, hier verloren. Warten wir mal am Eingang. Stinky One, das ist auch super. So, geschlossen. Na super. Das war doch mal ein ganz kurzer Einblick in den zweiten Teil. Also, es ist natürlich die Frage, wie weit das dann Wiederspielbarkeitswert hat. Vor allen Dingen, wie viele Optionsmöglichkeiten es da letztendlich gibt. Irgendwann wird sich das vermutlich erschöpfen, aber trotzdem finde ich das generell eine ziemlich coole Spielidee. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.